Moin 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 aus Hamburg, Cody der Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch mein Team und ein paar zusätzliche Informationen, warum ich in dieser Woche kein Video gebracht habe und was jetzt noch so ansteht auf meinem Kanal. Also erstmal zu meinem Team, ich habe natürlich das Team ein bisschen angepasst wegen der Weekend League, La Liga und Bundesliga. Ich nehme das gerade um 15 Uhr am Freitag auf. 5 Spiele haben wir gemacht, 5 Siege, so kann es natürlich weitergehen. Und das ist mein Team, Suarez, Team of the Year, ist natürlich neu, Bale ist neu, Casemiro kann ich euch übrigens richtig gut empfehlen. Also ich habe jetzt 5 Spiele mit ihm gemacht und er hat sogar schon ein Tor gemacht. Also er interpretiert seine Position ziemlich gut, wie ich finde. Er steht meistens immer richtig, zumindest jetzt in den 5 Spielen. Das ist quasi mein erster Eindruck. Ja, und der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und da haben wir hier den 91er Ramos, sieht einfach richtig geil aus, den hat ja Danny für uns gezogen und da habe ich mich sehr gefreut, dass er ihn gezogen hat, weil ja, ein Team of the Year Ramos kostet einfach nochmal eine Mille und das Team plus nochmal Team of the Year Ramos, das hätte ich mir nicht leisten können, weil wir ja noch Krudit und Vieira und Best haben und die Legenden will ich jetzt ungern verkaufen, weil die Legenden momentan wegen den Requirements ziemlich billig sind. So, das ist mein Team, Modric dann noch geholt für 850 und Casemiro für 88k kann man auf jeden Fall nicht meckern. Den Marcos haben wir einfach schon 422 Spiele. Ganz ehrlich, würde es keinen Kyle Walker in Form geben, dann wäre der Marcos echt Stamm bei mir. Aber Kyle Walker in Form finde ich noch ein Stück besser. Sonst der Marcos einfach ein Tier. Mit einer meiner Lieblingsrechtsverteidiger in FIFA 17. Hätte ich nicht gedacht vom Start von FIFA 17, dass der Marcos einer meiner Lieblingsverteidiger wird. Aber ja, sonst Boateng, Alaba, die alten Bekannten in unserem Team Vidal. Mal schauen, wie es ist. Ich habe mir so überlegt, ob ich mir vielleicht einen Thiago holen soll, eine 87er Version. Aber Vidal habe ich auch vieles Gutes gehört und mal schauen. Also in den ersten 5 Spielen war er jetzt auch nicht so schlecht. Nicht so gut wie Casemiro, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und mal schauen, wie er sich dann so entwickelt. Genau, jetzt, das ist mein Team. Vielleicht nimmt sich ja der ein oder andere noch eine Inspiration von dem Team und baut den einen oder anderen Spieler für sein Team nach. Könnt ihr mir dann gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Spieler findet und was ihr verbessern würdet. Und genau, jetzt noch zu meinem, warum ich diese Woche kein Video hochgeladen habe. Das lag einfach daran, dass ich ziemlich viel zu tun hatte, gerade mit Schulstress und so weiter und so fort. Und einfach kaum Zeit gehabt. Auf jeden Fall werde ich aber jetzt viel mehr Videos bringen. Und sorry dafür, aber ja, die nächsten Videos werden kommen, All Around Hazards und so weiter und so fort. Tutorials eventuell auch, wenn ihr das wollt. Und nochmal ein Wort zu Madrid. Also ihr wisst ja, dass ich mich für Madrid qualifiziert habe. Und jetzt haben mich ein paar Leute, ich glaube 2, 3, 4 Leute haben mich angeschrieben, ob sie mir ihre, also sie haben mir echt angeboten, ob ich ihre Legere haben darf. Und das ist natürlich echt heftig. Also vielen Dank an die Leute, weil das ist natürlich nicht selbstverständlich. Und ihr vertraut mir halt schon da was an, was halt nicht gerade billig ist. Also ihr seid echt richtig cool. Und ja, also mal schauen. Also mein Kumpel von mir hat eine GoPro und ja, da weiß ich noch nicht, ob ich wirklich die Lega dann brauche. Ich kenne mich da auch nicht wirklich aus. Auf jeden Fall will ich das natürlich für euch filmen, vloggen. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, aber ja, es wird schon irgendwie funktionieren. Und am Sonntag kommt dann noch ein Video über meine Weekend League am letzten Wochenende, die BPL Requirements. Und ja, da habe ich 2 Spiele für euch zusammengeschnitten und da ist der Stand von der Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Dementsprechend gehe ich in diesem Video nicht darauf ein. Am Sonntag kommt dann das Video. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr an dem Team verbessern würdet und was eure Teams sind. Würde mich mal interessieren, weil La Liga und Bundesliga ist natürlich schon was anderes. Und ich habe die Seite jetzt bewusst genommen, weil ich denke, das passt einfach mit Alaba, Boateng, Vidal. Dementsprechend habe ich dann die rechte Seite La Liga gemacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Teams habt. Würde mich echt mal interessieren. Vielleicht nehme ich ja noch den einen oder anderen Spieler von euch mit rein, wenn ich echt merke, dass noch ein Spieler fehlt oder sonst was. Das war es auch erstmal von dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und checkt auf jeden Fall auch mein Instagram ab. Ich bin ja jetzt ein bisschen aktiver. Twitter ja sowieso. Facebook habe ich mir vor 2 Wochen erstellt. Checkt da auch gerne mal ab. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Cody der Finisher. Ciao.